Hallo meine Scrum-Freunde und schön, dass ihr wieder dabei seid hier bei einem neuen kurzen Tipps und Tricks-Video bzw. Vorstellungsvideo, denn ich habe ja gesagt, wir machen jetzt kleine Parts. Zuletzt war der Flammenwerfer dran und jetzt kommen wir zur Ska und auch später noch zum Pickup, aber erstmal zum Ska-Teil. Und zwar ist die Ska ja die neue Waffe, die wir jetzt mit dem Patch 095 bekommen haben. Ich habe sie hier schon auf dem Rücken drauf, wie ihr sehen könnt. Mittlerweile müssen wir sie wahrscheinlich so zwischen Sturmgewehr und fast Scharfschützengewehr einordnen, weil wir besitzen ja auch die Ska Heavy, die Ska Heavy, also das ist nochmal ein Unterschied, werdet ihr gleich sehen. Ich nehme mal die Ska in die Hand. Wir gehen hier ins Menü rein. Die Ska sieht jetzt so aus, wir haben die Magazine, die sehen so aus. Jetzt nochmal rausholen. Ska DMR, ja, die sind auch beide jetzt gefüllt. Wichtig, da kommt die 308 Munition rein. Nicht wie bei der Ska Light, also bei der anderen Ska, die gar nicht im Spiel ist, da würde die Munition von der MK18 oder der M16 reinkommen. Also diese 5,45 mal, ihr wisst schon Bescheid. Ne? Also hier die 308er Munition, die auch dieselbe Munition ist wie für die AWP. Dementsprechend hat die Ska oder muss die Ska Heavy auch eine Menge Power haben, hat sie auch. Interessant nochmal zu wissen, ich habe jetzt einen Schalldämpfer drauf gebaut. Ihr müsst gucken, 308er Schalldämpfer braucht ihr. Also, wenn ihr das Video gesehen habt, wisst ihr sofort, was ihr kaufen müsst und was passt nicht. Auch immer wichtig. Also, ich habe schon ausprobiert. Es passen, die gute Nachricht vorab, alle Scopes drauf, die es gibt. Also, ich habe das Vampire Scope ausprobiert, das M-Pro Rotpunktvisier und alle, die hier auch liegen. Also, es ist alles, es passt da alles drauf, weil die hat ja hier noch so eine Repetierschiene und da ist alles gar kein Problem. Ne? Wir können jetzt hier zum Beispiel das ACOG draufpacken oder hier das holographische. Ja. Und auch bei den Lampen auch gar kein Problem. Hat ja unten auch eine Repetierschiene. M9 Taschenlampe passt drauf. Ups, kein Thema. Imposierte passt auch drauf. Alles gar kein Problem hier. Also die Waffe ultimativ zusammenbaubar. Alles gar kein Thema. Mega gut. Vielleicht der kleine Nachteil der Ska, das Magazin beinhaltet ganze 20 Schuss. Wir machen mal einen kurzen Schusstest mit Schalldämpfer und einmal ohne, da habt ihr das auch mal den Sound gehört. So, einmal mit Schalldämpfer, dann packen wir den einmal runter und jetzt einmal ohne. Aber bevor ich das mache, ihr habt schon gemerkt, es ist nur Einzelschuss möglich, man kann es nicht umstellen. Die Ska, also Obacht, hat nur Einzelschuss, hat keine Salve, also keine Dreierfolge und auch keine Vollautomatik, dass die da durchschießt. Also ich kann jetzt auch mal, wo ich könnte, so, das wäre jetzt der Einzelschuss, macht eine Menge Kraft, wenn ich drauf drücke. Ne, gedrückt halten kann ich gar nicht, also passiert nichts, es ist nur Einzelschuss. Als nächstes wollen wir uns den Pickup Ranger anschauen. Beim neuen Ranger habe ich mich schlau gemacht für euch, welche Preise ihr bei den verschiedenen Teilen erzielen könnt. So ist zu sagen, dass bei jedem Teil, was ihr von dem Ranger verkauft, ob es Reifen oder auch eine Tür ist oder ein Dach, Stoßstange etc., man einen Erlös von ungefähr 1800 Scummies bekommt. Bei einem Reifen liegt man bei 500 bis 600 Scummies. In der Vanilla-Version liegen die Einkaufspreise bei ungefähr 3500 pro Bauteil. Der Ranger schafft eine Spitzengeschwindigkeit von 140 Stundenkilometern, wobei die Leica und der Volkswagen nur 120 schaffen und damit hängt er sie locker ab. Aufgrund des neuen Sounddesigns kommt der Ranger spritziger und moderner daher und kann seine beiden Konkurrenten locker in die Tasche stecken. Auch punktet der Range Rover oder auch Ranger, wie er im Spiel genannt wird, durch seine Geländetauglichkeit. Somit kann er durch seine erhöhte Sitzposition oder auch erhöhte Aufmachung Unebenheiten viel besser überwinden als die beiden anderen Fahrzeuge, die wir bisher im Spiel kennengelernt haben. So sind auch kleinere Steinunebenheiten gar kein Problem mehr und ein Festfahren ist somit ausgeschlossen. Schreibt gerne in die Kommentare, ob euch der neue Pickup hier bei uns im Spiel gefällt und ob ihr schon einen Pickup bei euch auf der Karte geklärt habt und schon mal ausprobiert habt und Probe gefahren seid. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß weiterhin im Spiel Scum und ich würde mich freuen, wenn ihr vielleicht die eine oder andere positive Bewertung zurücklasst oder vielleicht auch einfach eure Meinung zum neuen Inhalt in Scum, zum neuen Patch und auch zum neuen Pickup hier bei mir unter die Kommentare teilt.
Und ansonsten sehen wir uns vielleicht bei uns auf dem Server German Ownage, dem PvE-Server, oder auch anderweitig noch im nächsten Video.